Der Brandner Kaspar bescheißt den Tod sogar beim Kartenspielen und macht ihn besoffen. Ja, gibt's aber nur auf dem Theater. Eigentlich schade. Wer wird bei uns kommen? Im richtigen Leben? Wir wissen es nicht. Noch nicht. Vielleicht kommt ja niemand. Das ist unsere erste gemeinsame Arbeit. Und wir haben uns sehr darauf gefreut. Bist du sicher? Ja, wir haben uns. Also es war manchmal auch nicht ganz einfach, aber wir freuen uns wieder drauf und wir haben uns gefreut. Wenn wir das wüssten, dann hätte der Golem, glaube ich, ein anderes Stück geschrieben. Warten auf Godot dürfen sie nicht. Und dann müssen sie halt irgendetwas erfinden. Aber in ihrem Alter warten sie natürlich auch auf den Tod, hoffen, dass er nicht so bald kommt. Und sie warten auch vielleicht, dass nochmal ein Regisseur kommt, der sie aus der Besenkammer herausholt, die Spinnweben wegmacht und ihnen nochmal so eine richtig tolle Rolle gibt. Aber das scheint nicht zu kommen. Deshalb müssen sie sich mehr oder weniger existenziell die Zeit vertreiben in der Kantine. Und das ist manchmal gar nicht lustig. Manchmal ist es gar nicht lustig. Manchmal ist es auch lustig. Oben wird gespielt. Sie hocken hier in der Kantine und oben läuft ein Tschechow. Und da ist sogar ein Alter drin, den hätte einer von Ihnen spielen können. Natürlich, ich hätte ihn spielen können. Er wäre sowieso. Ich beantworte die Frage später. Wer ihn hätte spielen sollen. Also Sie warten auf, so ist es, ganz genau. Genau. Das ist eine zehnfache Herausforderung, aber ich hätte es nicht machen können, wenn nicht mehrere Leute mitgearbeitet hätten. Jetzt am Schluss der Domagoj Maslow, heißt der glaube ich, gell? Maslow? Ja. Domagoj Maslow. Der hat uns sehr viel geholfen von unten, aber wir haben auch sozusagen gegenseitig Regie geführt. Er hat mich beobachtet, ich habe ihn beobachtet und das war manchmal sehr, sehr schwierig, aber im Nachhinein würde ich sagen, es hat sich gelohnt. Ich wollte nur nicht, dass dem Golem, weil der wollte natürlich sein Stück auch schützen, ich wollte nicht, dass der aus dem zwei Mimen warten in der Kantine auf, plötzlich ein anderes Stück wird, was heute ja gang und gäbe ist. Ne? Also, ich habe jetzt im Nachhinein verstanden, wie schwierig das ist. Ich habe, glaube ich, 5-mal auch Regie geführt, wo ich selber mitgespielt habe und wusste nicht, was die Kollegen haben. Jetzt weiß ich es. Es ist nicht ganz einfach, aber wir haben schon die gleiche Grundtendenz und uns letztlich doch gut verstanden. Also mir fehlt es nicht. Ich bin immer in meinem Leben zwischen Festengagements und freien Produktionen und selber sogar Produzent auch hin und her geschwankt und ich bin immer davon gelaufen, weil ich gedacht habe, nein, da ist nicht so schön und bin immer zum anderen und also ein festes Ensemble mit, wo man dann am schwarzen Brett liest, für welche Rollen man eingeteilt ist, nie wieder. Ja, die Antwort wäre jein. Ich war 15 Jahre lang sehr fest in verschiedenen Ensembles, allein 8 Jahre an der Schaubühne am Hallischen Ufer, das war eine ganz schwierige, aber auch eine ganz tolle Zeit. Und danach als freier Schauspieler und auch als freier Regisseur. Es ist zum Teil sehr schön, zum Teil ist es äußerst schwierig, weil man mit verhältnismäßig fremden Leuten zusammenarbeiten muss. Es werden einem Schauspieler vor die Nase gesetzt oder ich werde einem Ensemble vor die Nase gesetzt.
Das ist nicht so schön und vor allem finanziell ist es eine Katastrophe. Denn die Leute, die wirklich fest in Ensembles geblieben sind, haben eine etwas andere Rente als ich. Marjan, was meinst du? Ja, ich meine, die Arbeit im Theater ist immer himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und jetzt eine Aussicht zu stellen, jetzt spielen wir erstmal zwei alte Minen, warten in der Kantine. Wenn es gut ankommt, kommt.